meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Nuzlocke hier mit mir auf meinem YouTube-Kanal. Ich freue mich sehr, dass ihr mit eingeschaltet habt. Wir sind immer noch auf dem Weg nach Baumhausen City. Wir sind jetzt gerade wieder hier angekommen, weil ich festgestellt habe, dass wir noch eine Team Aqua-Geschichte im Klimainstitut vor uns haben. Und da wollte ich vorher nochmal ins Pokécenter, was ich offensichtlich nicht getan habe, wie mir gerade auffällt. Nun, ja. Es lag daran, dass ich gerade am Ende der letzten Folge ein bisschen demotiviert war, weil wir leider an einen Isso unser Pinsir verloren haben. So ein unnötiger Tod, das ist wirklich schlimm. Und jetzt mussten wir unser Team nochmal ein bisschen anpassen. Ich zeige es euch einmal, der Vollständigkeit halber. Und unser neuer Neuzugang ist Helldriver, ein Galopper. Ein schönes Feuer-Pokémon. Ich bin sehr gespannt, ob das taugt oder nicht. Ich habe ihm die Holzkohle gegeben. In der Hoffnung, damit die Flammenfeuerattacken zu verstärken. Hatten wir noch kein Feuer-Pokémon. Ich fand das eine ganz gute Idee. Und wir ziehen das jetzt einfach erstmal durch und gucken, was passiert. Und hoffen wir jetzt einfach, es war der dritte Tod. Wir hatten schon Kabutops, Botogel und jetzt Pinsir verloren. Was ich eigentlich einen guten Schnitt finde. Ich habe nur leider auch beim Fangen auf Pokémon nicht gefangen. Was bedeutet, wir haben gar nicht so viele Alternativen. Was echt schade ist, weil es gibt in diesem Spiel jetzt nicht so viele Routen, wo man Pokémon fangen kann. Aber ja. Wir haben... Hier wird nicht angezeigt, wie viel ich schon habe. Das ist echt belastend. Muss ich ein bisschen zugeben. Ich habe halt sehr viele Tränke auf der Route verbraucht. Weil die ist ziemlich lang. Okay, Superbälle reichen noch. Das reicht erstmal bis Baumhausen City, hoffe ich. Genau, und ich habe mich auch ein bisschen für Galoppe entschieden, weil es einfach schon Level 34 ist und wir es deswegen jetzt nicht nochmal extra trainieren müssen, sondern es sogar stärker ist als die meisten Pokémon, die ich gerade einsetze. Dragonier ist halt eine Ausnahme, weil Dragonier setze ich nicht ein, bevor es sich nicht entwickelt hat. Ist ja klar. Ne, das werde ich jetzt nicht nochmal machen, den Fehler. Aber ist nicht... Nee, doch, das ist immer mein Gedanke ist immer, Eis ist super effektiv gegen Feuer, weil es ja noch kälter ist als Feuer sozusagen. Aber das ist halt einfach ein Glaube, der in mir ist, der falsch ist. Das weiß ich auch. Es ist nämlich genau andersrum. Ne? Nicht sehr effektiv. Ich bin voll schlau. Ich habe voll diese Typenkombination richtig gut im Kopf. Mhm. Oh, eine runde Zahl an KP, EP, wie auch immer. Das ist doch erfreulich. Mir ist gerade aufgefallen, dass Glut ja echt nicht so reinhaut. Habe ich Hitzekoller, ja, total. Total gute Idee. Jetzt Bonita hier, Galoppa meine ich, Hitzekoller beizubringen. Ich glaube nicht, dass ich das tun werde. Ah, aber Zerschneider, wir brauchen ein neues Zerschneider-Pokémon. Sehe ich gerade. Wer möchte denn? Oh nein. Das habe ich befürchtet. Keiner kann Zerschneider lernen. Was bedeutet, wir müssen jetzt jedes Mal, irgendwie, wenn wir da zerschneiden müssen, wieder ein Pokémon aus der Box holen. Scheiße. Der Mimikriegt mich ja, der Arsch. Jetzt habe ich es mal bewiesen. Jetzt gerade, das war der Beweis. Er ist wirklich immer parallel zu mir gelaufen. Okay. Wenn man einfach keine Encounter triggert, dann ist der Weg nicht weit. Aber wenn du alle 5 Meter gegen irgendjemanden kämpfen musst, dann ist es sehr weit. Ich habe gerade versucht, den Berg einfach hochzurennen. Oh mein Gott, Kadabra. Hätte ich sehr gerne gehabt, auch wenn ich es nicht zu einem Simsalight entwickeln können, aber trotzdem. Aber nein, wir haben ja auf dieser Route ein Dodo getroffen und dasselbe vernichtet. Mir ist übrigens aufgefallen, dass es sehr schlecht ist, Singer vorne zu haben, für den Fall, dass wir wieder ein Isso oder wo ihn genau begegnen. Ich muss eigentlich immer denjenigen, der, wie sagt man, verschmerzbarsten ist, der muss immer nach vorne.
Aber so kann man das auch nicht sehen. Es muss ja eigentlich immer das schwächste Pokémon nach vorne. Ich hab's ohne einen. Doch, einen Encounter hatte ich gerade. Aber sonst habe ich es jetzt hierher geschafft. Sehr, sehr schön. Dann schauen wir mal, was das uns hier bereithält. Ach, da ist das sein fucking Fuck-Ernst. Oh, ich bin den ganzen Weg gelaufen. Als ich schlief, schlich sich jemand nach oben. Das ist ja unangenehm. Ich möchte jetzt wirklich gerne schlafen, während hier böse Leute in diesem... okay, offensichtlich habe ich gerade zweimal geschlafen. Während hier gerade böse Leute dieses Institut übernehmen. Wie? Was macht denn ein Kind hier? Tja. Gute Frage. Die haben ja keinen Namen. Die heißt einfach mal Rüpel. Symbolicat ist sogar actually ein Pokémon, was das haben könnte, oder? Der Trainer. Ist immer lustig, wenn der Randomizer zufällig passende Pokémon verteilt hat. Oh ja, verteile ganz viele Münzen auf dem Boden. Das mag ich sehr gerne. Das kannst du gerne weitermachen. Es hat mich gebissen. Teufeliger Tiger. Sieht irgendwie so aus, als ob das nur drei Zähne hätte, das Pokémon. Das sieht irgendwie nicht so gesund aus. Ich kenne mich da nicht aus. Wie? Ich habe verloren? Du hast dich auch nicht wirklich gewehrt, oder? Das war ja schon fast ein geschenkter Sieg. Der Boss hat Interesse an den Forschung gezeigt, daher hat er uns hierher geschickt. Stör uns gefälligst nicht. Ja, Klimainstitut, ne? Die wollen es regnen lassen überall. Naheliegend. Spür ich hier was von Wetterkontrolle? Ist das eine große Verschwörung? Wahrscheinlich. Sorry, kann ich mal sitzen? Das ist ja hier kein so guter Deal, ne? Oh, ja, ich weiß, was gut gegen Stahl ist. Das habe ich extra gelernt. Das habe ich mir auf meine Liste geschrieben und das habe ich auswendig gelernt. Jetzt weiß ich das. Oh Gott. Ganz schön stark. Und Glut ist ganz schön schwach. Oh nein, es verwirrt auch noch seine Verteidigung. Tschüss, Ponita, das war's. Galopper, Mann. Wieso sage ich immer genau die falsche Entwicklung? Ja, ich merke, Helldriver ist nicht so... Ja. Kann nicht so gut einstecken. Würde ich jetzt mal sagen. Kann gut austeilen, aber nicht gut einstecken. Aquarium auch siegt. Siegt von einem Kind. Ja, ich weiß, das kratzt an eurer aller Ego. Das ist wirklich ganz schlimm. Es muss so sein, wie wenn man so ein Schachgroßmeister ist oder so. Und auf einmal kommt da irgendwie so ein Siebenjähriger vorbei, der dich komplett zerlegt. Ungefähr so muss das sein. Obwohl, ich glaube, der Altersunterschied hier gar nicht mal so groß ist. Wie alt wird so ein Rüpel sein, durchschnittlich? Ich würde sagen, das sind ja noch die, die müssen sich ja noch hocharbeiten. Die sind sehr jung wahrscheinlich. Das Institut hat ein Pokémon entwickelt, das irgendwas mit dem Wetter zu tun hat. Das müssen wir kriegen. Ich habe es in meiner Box. Formio könnt ihr nehmen. Brauche ich nicht mehr. Oh, hier hat sie schon wieder. Mein absolutes Lieblings-Pokémon. Nee, das stimmt nicht. Wow, ich habe die Verteidigung reduziert. Richtig gut. Das hat ja total... Das ist ja ein total ebenwürdiger Kampf hier. Oh, Psychokinese. Das ist unangenehm. Ich riskiere es jetzt trotzdem. Okay, ich höre auf. Es ist vorbei. Ich bin nicht in der Lage, dieses Spiel zu spielen. Wie dumm kann man eigentlich sein?
ist dieser Punkt, ne? Irgendwann kommst du in einem Nuzlocke an einen Punkt, wo dir einer nach dem anderen wegstirbt. Das ist einfach scheiße. Was habe ich getan für Windmühle, um Windmühle zu kriegen und das so einem Electek zu entwickeln? Und jetzt ist es einfach weg, weil die scheiß Spezialverteidigung gefallen ist, Mann. Ich kann gar nichts dazu sagen. Es ist. Ich bin einfach nicht gut genug. Das ist alles, was ich dazu sagen kann. Ich krieg gar nichts hin. Ich treffe einfach nur falsche Entscheidungen. Eine nach der anderen. Das war nicht mal ein Volltreffer, das war einfach nur unnötig. Toll, Schmerbe. Wirklich toll. Freue mich. Ich hab's gesagt, letzte Folge schon. Diese Aufnahmesession ist verflucht. Ich sollte einfach aufhören. Je früher, desto besser. Ich glaube, ich höre nach dieser Folge auf für heute. Das ist einfach. Die Anzeichen verdichten sich. Das ist kein Zufall. Ich habe ewig keins verloren mehr und jetzt direkt zwei hintereinander. Das ist kein Zufall. Das Schicksal möchte mir irgendwas mitteilen gerade. Und ich höre einfach nicht drauf. Ich ignoriere das einfach. Das ist nicht gut. Man sollte immer auf Schicksal hören. Das Lustige ist jetzt auch nochmal das zweite Pokémon vor einem Attacke, ne? Oh, das tut richtig, richtig, richtig weh. Das tut richtig, richtig weh gerade. Electek ist so ein gutes Pokémon einfach. Es ist echt, ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll. Wie soll ich denn jemals die Top 4 besiegen? Das geht doch einfach nicht. Das Team ist doch ein Flickenteppich. Ich glaube, die erste Fehlentscheidung war, Glücksfall und Altaria zu behalten. Das ist einfach keine gute Idee. Also, wenn man Altaria hat, dann muss man nicht auch noch ein Dratini trainieren bis zu einem Dragonier. Bis zum Dragoran, meine ich. Das ist einfach unnötig. Wir sind im Aqua. Wir sind überall dort, wo Raritäten gefunden wurden. Toll. Spaß. Großer Spaß. So, wir sind zu unserem Orthopäden zurückgekehrt. Der muss es jetzt richten. Und so schlecht performt es nicht. Bis jetzt. Lumanda! Wenigstens haben wir noch unser Wasserpflanzen-Pokémon. Elektro ist so gut, finde ich. Ja gut. Ihr werdet jetzt sagen, ja, jedes Wasser-Pokémon kann auch einen. Jedes Pflanzen-Pokémon kann auch ein Wasser-Pokémon besiegen. Aber Flug, was ist denn mit Flug? Was kann Glücksfall, also Dancer, kann das nicht schaffen? Echt Mist. Ich hab jetzt wieder nichts mehr gegen Flug in der Hand. Ich glaube, Haywire macht auch nicht lange. Dafür hat es einfach zu schlechte Verteidigungswerte. Ich kann es eigentlich nur gegen Stahl-Pokémon und gegen Pflanzen-Pokémon. Aber gegen Pflanzen-Pokémon könnte ich auch einfach Tauboga einsetzen. Das war es dann wohl. Das war mal wieder ein Schuss in den Ofen. Wie diese gesamte Aufnahmesession. Gut. Das Spiel möchte mir offensichtlich mitteilen, dass es nötig ist, sich einmal zu heilen, weil jetzt gerade gleich der große Endkampf kommt.
wer bin ich, dem zu widersprechen und jetzt diesen tollen, langen Weg der Schande zurückzugehen zu diesem Bett, wo ich mich jetzt erstmal eine halbe Stunde hinlege, um jetzt den ganzen Weg nochmal so langsam wie möglich zurückzulaufen, weil man darf natürlich in einem Gebäude nicht rennen. Ist ja klar, das wäre ja völlig unangebracht, jetzt hier zu rennen, wo es um Leben und Tod von Pokémon geht. Hahaha, du willst dich jetzt allen Ernstes in die Angelegenheit von Team Aqua einmischen, dann bist du entweder furchtlos oder einfach nur dumm. Oder beides. Du bist ja so niedlich, einfach widerlich. Was? Ich mach dich fertig, du Baby. Was ist denn das für eine... Ist das hier dieses Zuckerbrot- und Peitsche-Ding? Erst ein Kompliment, dann eine Beleidigung? Cordula? Was ist da los? Jetzt hätte ich schon gebraucht. Oder einsetzen können. Mein Electek. Bei Pinsy war es mir ein Stück weit egal, muss ich zugeben. Den hatte ich sowieso abgeschrieben, aber Electek. Ich wollte mit Electek die Kopf 4 bekämpfen. Ich wollte es einfach. Ich wollte, dass er für immer bei mir bleibt, an meiner Seite und mich nie verlässt. Jetzt hat er mich verlassen. Der Enzer wird nie wieder eine Attacke lernen. Das war es einfach mit ihm. Er wird für immer mit Absorber kämpfen. Was sind das jetzt hier für Taktiken? Ja, ist schlau gemacht. Weißt du was? Ich bin auch schlau. Weißt du, wie schlau ich bin? So schlau bin ich. Was du kannst, kann ich auch. Ja, kannst du ruhig senken, die Verteidigung. Galoppa hat sowieso keine. Oh, nichts ist, kann auch nichts gesenkt werden. Würde ich jetzt mal sagen. Er bleibt dabei. Jetzt sitzt durch. Wow. Ein Ruckzuckhieb. Ein Drittel weg. Es ist einfach, dass auch alles, was man danach erreicht, nach so einem Verlust sich nicht mehr wertig anfühlt. Ist einfach so. Man hat einfach das Gefühl, was versagt. Und das war's. Und danach kannst du direkt, wenn du die Top 4 selbst besiegt, so, wenn einer da auf dem Weg drauf geht, fühlt sich's nicht ordentlich an. Dann hast du das Gefühl, es ist was schief gegangen. Ahaha, du bist einfach widerlich. Widerlich stark. Danke ich dich auch. Ah, wir wurden von Unvorhergesehenem gestört. Wir haben keine Möglichkeiten mehr. Wir müssen uns aus dem Schlamassel ziehen. Aber das ist nicht das Letzte, was du von dem Aqua siehst. Wir werden andere Pläne entwickeln. Merk dir das. Danke, vielen Dank. Nun sind wir in Sicherheit. Es ist vielleicht eine seltsame Art, Danke zu sagen, aber dieses Pokémon ist für dich. Oh, du hast keinen Platz. Wenn der mir jetzt ein Formeo schenkt und regt durch. Habe ich schon. Brauche nicht zwei davon. Ich hole es natürlich trotzdem ab. Der Vollständigkeit halber. Okay. Sorry. Das macht mich so wahnsinnig. Danke, vielen Dank. Ja, gerne, gerne. Ich halte vor Mio. Selbstverständlich. Logisch. Ja, es ändert definitiv seine Gestalt. Kann es ruhig annehmen. Es gibt sehr viele davon, ja. Who would guess? Have guessed? I don't know. Ist ja nicht so, dass ich nicht schon eins habe. Jetzt sind es Bruder und Schwester. Wir könnten sie auch in die Poképension geben. Und dann können sie ganz viele Formeo-Babys kriegen. Eventuell. Nein, können sie nicht. Beides Männchen. Okay, das war jetzt irgendwie auch nur... Ich wollte eigentlich eine weniger umständliche Art und Weise haben, mein Team zu sortieren. Ich hatte das Gefühl, sie war noch umständlicher. Wow, du bist aber stark. Ich wäre auch gerne ein Pokémon-Trainer wie du.
Wenn du groß und stark bist, dann kannst du auch ein Pokémon-Trainer sein. Jetzt können wir hier nochmal ein bisschen rumsurfen. Lohnt sich das? Ja, da liegt ein Item. Da liegt ein Item. Na, dann werden wir doch da mal hinsegeln. Surfen, wie auch immer. Uns über Wasser bewegen. Och Gott. Ninja-Turm. Ja, nun, das müssen wir mit einer sehr erfolgreichen Attacke. Warte mal, ist es Typ Geist? Nee, ne? Ich setze Vogel ein. Das 1-KP-Pokémon. Ich finde die Idee total nice. Allein ist es, glaube ich, das einzige Pokémon, wo du noch bei der Entwicklung ein drittes, ne, dazu bekommst. Also ein zweites eigentlich. Du entwickelst ja Ninja's Cat oder wie auch immer das heißt und kriegst dann, wenn du einen Platz frei hast, bei der Entwicklung das Pokémon noch dazu. Gratis dazu quasi. Zwei zum Preis beim einen. Drachenhaut. Haben wir schon. Aber es kann dann Dragoran tragen, wenn es den LP-Teiler nicht mehr trägt. Soll ich nochmal nach Süden fahren? Einfach nur mal zu gucken, was es da so Schönes gibt. Könnte auch ein Item sein. Oh, Glutexo. Stellt euch mal vor, wir hätten Glutexo bekommen. Stellt euch einfach mal vor. Geht kurz in euch. Stellt euch vor und dann stellt ihr fest, ja, es wäre geil gewesen. Und stattdessen haben wir ein Dodo besiegt. Ich habe wirklich das Gefühl, dieses Nuzlocke ist ein bisschen cursed. Ein ganz kleines bisschen. Nix, gar nichts, auch da nicht. Okay. Oh mein Gott. Kabums. Es sieht echt bedrohlich aus, muss ich zugeben. Es gibt wenig Pokémon, die so bedrohlich aussehen wie Kabums. Nicht sehr effektiv. Denn how about Zertrümmerer? Das ist sehr effektiv, aber macht halt keinen Schaden. Weil es nicht Step ist. Ja, wir sind jetzt hier der Kampf der Giganten. Du kannst nichts gegen mich tun, ich kann nichts gegen dich tun. Mir fällt gerade auf, dass Orthopedo sehr wenig KP hat. Was ist da los? Da hat jedes Pokémon seine Eigenheiten. Da brauchst du gar nicht jaulen. Das ist für mich geht auch die 8. Stunde hier, genau wie für dich. Kannst du so viel auf mir rumstampfen, wie du willst. Das wird sich nicht ändern. Aha! Dann werden wir hier mal an Land gehen. Das könnte hier... Nein, da nicht. Da liegen. Wahrscheinlich liegt es... Hier. Oh Gott. Ja, das ist ein tolles Item. Danke, Spiel. Dankeschön. Freue mich sehr. Aber man muss dem Spiel schon lassen, es gibt so viele Nebenwege und so. Das ist schon echt nice. Oh, hier ist noch jemand. Ein Kingstein. Supidupi. Und ein Geheimversteck für die ganz coolen Kids. Die wirklich ein ganz cooles Geheimversteck wollen. Die können dann dahin gehen. Ah, ich hätte gedacht, wir schaffen es. Kann man sich irren. Oh Gott. Dieses Pokémon traumatisiert mich einfach. Es wird nie gut sein. Ich werde dieses Pokémon immer furchtbar finden. Seit dieser Pokémon-Karte damals als 6-jähriges Kind. Es sieht auch einfach dramatisch aus. Es ist einfach wahr. Da kann man
Oh, shit. Anshan, hier schaust du dich also nach Pokémon um. Zeig mir, wie gut du geworden bist. Ich werde dich jetzt testen. Das ist ein Kampf, also kämpfen wir. Ich habe das Gefühl, ich habe noch ein Gipsbein und eine Bandage um den Kopf und keine Ahnung. Ich bin jetzt nicht bereit für sowas. Mein Pokémon-Team ist ein, wie soll ich das sagen, ein Trümmerhaufen. Ich dachte gerade, es wäre da dieses Kecleon im Weg. Wenn ihr versteht, was ich meine, was man mit diesem Slivko-Ding da irgendwie finden muss. Oh Mann, warum hat sich denn einfach keinen Biss? Im wahrsten Sinne des Wortes. Hab doch einfach mal ein bisschen mehr Biss, Orthopäde. Du bist ein großer Kiefer. Du brauchst einfach nur zubeißen. Früher hat das Pokémon noch gut verformt. Ich weiß gar nicht, was los ist, wenn ihr mich fragt. Irgendwie hat es sein Mojo verloren. Seitdem ich es in der Box gelassen habe. Oh. Muss das sein jetzt? Muss das sein? Wir sind auch noch an einem Punkt, wo ein Supertrank einfach nicht mehr hilft. Supertrank macht jetzt nicht mehr die volle Ladung. Sie braucht jetzt Hypertränke inzwischen. Warum ist das alles so scheiße? Auch das noch. Selbstverständlich. Selbstverständlich. Ich muss mich alle zwei Angriffe heilen. Jetzt bin ich auch noch verwirrt. Was dazu führen kann, dass ich mich selber rauskegel aus diesem Spiel. Bitte Vogel, bitte tu es. Nein. Nein, 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 nein. Das ist einfach würdelos. Das ist würdelos. Würdelos. Ich sag's, wie es ist. Es würde los. Das ist kein Kampf, das ist einfach nur nicht sterben. Das ist einfach nur. Vogel, bitte mach es jetzt. Danke. Oh Mann, ey. Noch 15 Level für Glücksfall. Ach komm, Spiel, du musst nicht grausam sein. Warum bist du denn jetzt auch noch grausam zu mir? Warum denn jetzt Electek? Ganz im Ernst. Das ist einfach nur fies. Du weißt genau, dass der Schmerz noch zu frisch ist. Vielleicht hätte ich ihm Lichtschild beibringen sollen. Vielleicht würde es dann noch leben. Relikant, wow. Dieser Fisch, der aussieht wie ein Stein. Der Steinfisch. Was von einem Koi, ne? Wahrscheinlich wegen dem roten Punkt. Wegen des roten Punktes. Ist das effektiv? Nein. Oh, das dauert jetzt auch nochmal wieder 5 Stunden hier, weil Absorber so schwach ist. Wenn Briggs jetzt einen Heiler einsetzt gleich, dann drehe ich durch. Dann ist es soweit. Mit dem X, das wirkt so sehr nach Auslöschung. Es ist mir ein bisschen zu gewaltnah. Ja, gut. Setz auch noch einen Gena ein. Wir haben ja den ganzen Tag Zeit, ne? Also ich habe heute nichts mehr vor. Seien wir ehrlich, ich prokrastiniere sowieso den ganzen Tag durch. Oh mein Gott. Dancer,
MVP des Tages. Vielleicht sollten wir pro Folge einen MVP-Pokémon bestimmen, was einfach richtig abgeliefert hat. Diese Folge definitiv Dancer. Ganz klar. Oh mein Gott, ich bin verdammt gut. Ja, ich weiß. Total gut. Richtig gut habe ich das gemacht. Ich sag dir, du bist so gut, dass du überall nach Pokémon suchen kannst. Hier ist für dich. Probier mal aus. Ach, der gibt mir die Farbe Fliegen. Selbst ist ein deine Pokémon fliegen dich sofort an jeden Ort, den du schon einmal warst. Aber du brauchst den Arena von Baumhausen City dafür. Und ich muss weiter. Das ist praktisch, weil Baumhausen City ist auch noch nur eine Flugarena. Oh Gott, da ist ein Trainer. Da werde ich jetzt nicht nochmal hingehen. Ich hoffe sehr, euch hat die Folge gefallen. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, auch für unsere gefallenen Freunde. Und dann würde ich mich sehr freuen, natürlich, wenn ihr den Kanal abonniert. Da seht ihr auch immer, wenn eine neue Folge online kommt. Aktuell ist das bei Pokémon immer Dienstag und Donnerstag um 17 Uhr. Ihr könnt mich gerne auf Twitch besuchen, twitch.tv/auf-anne. Freue ich mich, wenn ihr mal vorbeischaut, Hallo sagt. Und dann sage ich vielen Dank fürs Zusehen, ihr Lieben. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.